Sparta. Einst waren wir verloren. Wir waren die einzigen Griechen mit Ehre. Neben den Athenern. Wir zogen in den Norden, um Makedonien den Krieg zu erklären. Aber wir wehrten uns gegen die Epirer und gegen die Athener, um letztendlich Makedonien niederzuschlagen und Pella in Besitz zu nehmen. Und jetzt, wo wir Griechenland teilweise vereint haben, gehört uns bald die ganze Welt. Und damit herzlich willkommen bei Let's Play Rome 2 Sparta. Ja, Freunde der Spiegeltour, wir sind da mit ein bisschen Story zum Anfang, was wir bis jetzt erreicht haben mit unseren Spartanern. Wir werden jetzt auf jeden Fall unsere Provinz hier unten, Hellas, fertig bringen. Ich versuche auf jeden Fall Bündnisse mit dem Norden weiter auszubauen. Wo haben wir es? Wir können mal direkt in Diplomatie rüber gucken, weil die Adiai sind zwar vorsichtig und treu, sind aber Defensivverbündete von uns. Und ich denke, darauf können wir gut aufbauen, um da ein Bündnis zu schmieden. Wir haben auch noch die Thylis, die sind uns relativ freundlich gesonnen. Da können wir auf jeden Fall auch... Doch meine Vorfahren und mein Volk erwarten, dass ihr sinnvoll und... Gut. Nach einem neuen Abkommen. Haben Handelsabkommen, sind zwar unzuverlässig. Und inniger Freundschaft geführt. Ich stimme zu. Sind aber im Krieg mit Makedonien. Ja, da haben wir nämlich rechts anscheinend noch Truppen von Makedonien. Ist jetzt aber gerade nicht so wichtig. Die mögen uns auch, weil wir gegen Makedonien kämpfen, oder? Ja, Krieg mit Makedonien hat 8 plus 8 gebracht. Schutzbündnis beenden? Nee. Militärisches Bündnis? Ein Schutzbündnis verpflichtet dazu einer anderen Fraktion. Haben wir nicht große Chancen. So, Nicht-Angriffspakt. Wie lange hält der überhaupt für immer? Das ist okay. Mit denen haben wir auch Handelsabkommen und... Aber die sind uns so gut gesonnen. Die wollen trotzdem kein militärisches Bündnis. Und Schutzbündnis. Obwohl ich bin mit den Falschen der Diplomatie. Das ist ein bisschen irritierend, weil man klickt hier rum und denkt, man würde schon wechseln. Willkommen. Im Geiste der olympischen Gastfreundschaft heißt so, Handelsabkommen. Dann sind wir nämlich, haben wir die als Schild und die Thylis haben wir als Schild gegen, naja, nicht als Schild, aber die sind, wir haben ein Schutzbündnis. Handelsabkommen, militärischer Zugang. Über diese Option könnt ihr einer anderen Fraktion offiziell den Krieg erklären. Nee, das wollte ich nicht. Ihr solltet jemanden den... Weiser Mann hilft seinen Freunden. Erhalten Sie ihre Zahlung? Nee, ich bezahle das. Wir freuen uns über eure Einwilligung. So, jetzt sind die mit Makedonien im Krieg, also blocken ab gegen die makedonischen Truppen, die irgendwo noch verteilt sind. Ah nee, wir haben jetzt hier mit ihm geredet, ne? Ah. Egal, wenn die jetzt mit Makedonien auch kämpfen, ist das schon okay. Ein guter Schweinbraten wartet auf euch und noch besseres Bier und Met. Aber erst müssen wir... Macht nichts. Wird besser werden noch mit der Zeit. So, das war's erstmal mit Diplomatie. Haben es dazu gebracht, dass die andere Fraktion im Krieg beitritt. Kommandant! Hatten hier Gewaltmarsch gemacht. Ich glaube, wir haben zuletzt die... Zu euren Diensten. So, greifen die mal an. Da müssen wir nichts machen. Aggressive Stellung. Töten.
Oh, der General hat überlebt. Und er flieht weiter. So, hinterher. Weil wir können den General nicht fliehen lassen. War das alles? Haben wir sogar Erfahrung. Und Militärtradition. Und wen haben wir hier? Ein Kriegsherr von Thylis. Thylis? Thylis? Zu euren Diensten. Oh mein Gott. Mehr Moral, öffentliche Ordnung durch Charakter. Wurfschaden, was haben wir denn hier gemacht? Sperre. Verteidigung, Moral. Plus 4% Schüsse pro Minute. Ja, Belagerungswaffen mittlere. Machen wir hier das mit Ordnung und Moral für die Truppen. So, Autorität. Dann reduzieren wir mal hier die Rekrutierungskosten. Kommandant. So viel dazu. Die Truppe müssen wir nachher nach Süden schicken. Kommandant. Jetzt haben wir hier 1300 noch übrig. Bau nicht möglich. Ja, fehlen mir natürlich überall die Gelder. Aber in der Provinz geht's gut. Die andere kriegt jetzt auch öffentliche Ordnung. Plus 14, also das nächste Runde hier auch alles gut. Und müssen wir mal schauen, was er hier macht, dass die letzte makedonische Armee. Weiter geht's. Ich bin Nyx. Sag mal, ich Makedonien oder sagt man Mazedonien? Weil ich habe jetzt beide Begriffe schon gehört. Aber er versucht mich, glaube ich, sogar anzugreifen. Aber das ist ja lächerlich. Sollen wir sie mal auf dem Schlachtfeld einfach niedermachen? Weil man sieht, Schiffe, Garnisonsarmee. Gegen normale Bogenschützen und alles. Aber es gibt nachher noch genug Krieg. Krieg. So. Töte den General bitte. Nein. Schade. Entspricht das erste Angebot einer Fraktion nicht euren Vorstellungen, könnt ihr mit einem Gegenangebot die Verhandlungen weiterführen, anstatt sie einfach abzubrechen. Lustig, dass sie ein Handelsabkommen mit uns machen. Obwohl die jetzt nicht so gut auf uns zu sprechen sind, aber... Hauptsache, die Epidamos wird angegriffen, unser Verbündeter. Der muss mich doch nach Norden abblocken. Gegen wen kämpft der denn da? Da kann ich meine Truppen eigentlich direkt mit weiter durchziehen, oder? Da unterstützen wir den noch. Gegen die kämpft er, ne? Deminium. Ja, da. Das sind die Städtenamen, das sind nicht die Fraktionen. Na toll. Ich glaube, ich muss die Gravitas halten, dann machen wir Widersprechen. Rekrutieren Sie den folgenden Agentenmeister. Ist das ein Name? Nein. Was soll ein Meister sein? Beherrschen die zwei Provinzen und unterwerfen sie, erklärt den Krieg Makedonien. Da, ein Streiter wird das Volk daran erinnern, was es bedeutet, Spartaner zu sein.
Na, nicht die Stadt, sondern die Armee. Wir haben noch Gewaltmarsch drin, ne? Ja, aber wir wollen euch ja gerne helfen. Das ist ja genau die Sache, weshalb ich nach oben ziehe. Ich warte mit Spannung auf eure Botschaft, die zweifellos von der Weisheit Athenes selbst inspiriert ist. Na komm. In eurer Weisheit habt ihr unseren Armeen. Oh, die haben ja nur Krieg gegen Sklaven und drum, alles drum und dran. Hatten wir eigentlich den Spion hier drin? Ja, hatten wir. Den können wir nämlich weiterziehen. Oh nee, können wir nicht machen, weil wir haben kein Geld mehr. Ich bin arm. Übrigens ist mir aufgefallen, dass Tab eine geile Geschichte ist, weil Tab ist eine strategische Übersichtskarte. Können wir nicht genau sehen, wo unsere Truppen sind, die Generäle und unsere Provinzen bzw. unsere Siedlungen. Eure Befehle? In 5 Runden ist sie erst vollständig verstärkt. Ist ja kacke. Bereit zum Kampf! So, wir können die Runde uns eh nichts mehr leisten. Kostet mich alles Geld, was wir nicht haben. Dafür sind die Mannen alle verstärkt in einer Runde. Ja, wenn wir hier jetzt eine Armee hochziehen, ist auch kacke. Ich erwarte eure Befehle. Ah, ihr habt noch ein Upgrade. Sie haben noch mehrere Upgrades. So, Moral. -40% Sklavenunruhen. Das würde mir jetzt gerade helfen. Beziehungsweise würde ihm helfen, aber nicht mir. So, der Spion kann jetzt Vorräte vergiften erhöhen, Brunnen vergiften. Ist ja eine Sache, die ich gerne einsetze. So, wie sieht das aus bei Technologie? Erforschen wir gerade nichts. Das sollte dann letztes Mal fertig gewesen sein, oder? So, macht die, ja, was macht das? +2 Wohlstand durch Landwirtschaft, aber wir werden mal Forschung machen. Belagerung jetzt nicht, Taktik. +4 Geschwindigkeit. Das ist für Schiffe. Ja, machen wir das hier, Unterhalt für alle Armeen. Ich glaube, damit spare ich im Moment am meisten ein, weil ich einfach Kohle, viel Kohle verbrauche. Vielleicht kommst du ja jetzt zum Kampf oben. Dann werden wir unseren Verbündeten mal helfen, so gut es geht. Der Pharao, höchster der Hohen, wünscht sich einen Vertrag mit euch. Solche Angelegenheiten geht man am besten ehrlich. Oh, ein Schutzbündnis. Ich bitte euch. Ihr mögt die Worte des Pharaos, Herr der Wüste, am Morgen ablehnen und am Abend erneut anhören. Ja, ich hoffe, ihr fragt jetzt nicht jede Runde, aber ihr habt Krieg mit allen Ägypten. Ich möchte kein Schutzbündnis mit euch. Ich glaube nicht, dass ihr lange euch halten werdet, auch wenn ihr natürlich eine super Fraktion seid. Ach, da kommen noch mehr Truppen. Wenn
sich die Wolken zusammenziehen. Sucht. Nee, will ich nicht. Ich will euch nämlich angreifen nachher. Die Runden brauchen jetzt auch schon eine ganze Zeit, ne? Wer kommt da? Ah, da kommen die Türer. Fraktion vernichtet! Makedonien! Bau abgeschlossen. Für die meisten Menschen ist das Dorf die ganze Welt. So, das war Weinverbesserung. Schiffbaukosten. Neue Fraktion angetroffen, die ich nicht sehen kann. Noch eine neue Fraktion, wo ich auch nichts sehen kann. Bereit zum Kampf! Macht aber nichts. Passiert schon mal. Was wir noch machen können, ist die Steuer wieder auf ein normales Niveau erhöhen. Solange wir den in Ordnung, ja, die Ordnung hält. Auch bei den Steuersätzen. Zu euren Diensten. Frage ist, sind wir stark genug, um gegen die zu bestehen? Ich meine, sind sie auf Belagerung und wir müssen gucken, ob die anderen uns helfen. Wir machen am besten geringer Schaden. Ich finde Gefallen. Durch meine Hand ist es geschehen. Oh, die sind aber alle schon nicht mehr so fit. Und meine frische Armee, die wird die so aufmischen. Wir haben zwar zurzeit keinen Krieg mit denen, aber immerhin greifen sie unsere Verbündeten an. Die Verbündeten, die wir übrigens auch vernichten werden. Aber die mögen mich schon nicht, weil ich ein Abkommen habe mit den anderen. Deshalb, komm, wir gehen einfach in den Krieg mit den Delmaten. Warum stört ihr heute meine Verdauung? Weil ich dir den Krieg erkläre. Und du bist fällig, weil ich habe auch noch unendliche Verbündete. Und du hast nichts. Und da gehen wir sogar ins Gefecht rein. Die sollten wir recht schnell ausschalten. Vor allem, wir haben so viele Truppen auf dem Feld. Warum sollte das nicht funktionieren? Okay, die haben Reiterei, die haben hier Axtkämpfer, Speerkämpfer. Zwei Steinschleuderer. Während ich Speere, Steinschleuderer, auch schwere Speere hab, gucken wir mal, was das wird. Aber wir sehen hier, Schiffe und Landeinheiten können hier kämpfen auf der Schlacht. Wahrscheinlich, weil hier 1308 Garnisonsarmee noch dazu kommt. Während hier wirklich eine Handvoll noch kommt. Ich bin gespannt übrigens, wie sich der KI-Freund von mir jetzt anstellen wird. Er steht direkt hinter mir. Steinschleuderer! Ist gut, machen wir erstmal so. Gruppiert und bereit. Steinschleuderer! Spartaner! Steinschleuderer! Spartaner! Weil das sind ja schwere, sehr schwer gepanzerte Infanterie. Wir haben einen Hopliten, aber ist auch eine schwere Speerinfanterie. So, weiter nach vorne geht nicht. Kommandant! General! So. Spartaner!
Ne? Was soll das? Mach gerade. Zu Befehl. Schwere Pähre, schmeißt den bösen Buben zu Boden. Unglaublich. Die werden nämlich mal supporten an der Seite. Siegpunkte. Was muss ich denn hier erobern? Warum sind wir eigentlich Verteidiger? Wo ist denn unsere Sache, die wir verteidigen müssen? Ah, ist auch egal, wir starten. Unsere Einheiten haben eine Reihe von Fertigkeiten, die zur Leistungssteigerung im Gesetz nähert sich feindliche Unterstützung. Doppelte Geschwindigkeit! Ja, Schiffe kommen nämlich da unten näher. Ja, ich werde deinen Krieg nicht ausfechten hier. Ah, ist aber gut da hinten, die kommen von. Wir kommen von zwei Seiten. Schnelles Marschieren! Sie haben nicht mal eine Chance zu fliehen. Ja, schön, dass meine Verbündeten hier ganz entspannt sind erstmal. Doppelte Geschwindigkeit! Was ist da vorne? Sklavensteuer? Das finde ich so witzig, dass meine Speerwerfer einfach hier immer alle so einen Hut aufhaben. Die werden wir so aufmischen. Na, haut das hin. Ich glaube von der Range her. Schnelles Marschieren! Ja, solange dem seine einfach vorrennen. Meine Moral wird übrigens gerade gesteigert. Kann er gerne machen. Vor allem Dingen werde ich meine. Solange meine Truppen nicht in Gefahr sind, werde ich die nicht vorziehen. Unser General wird angegriffen. P.S. Ja, stellt euch doch mal meine Speerwerfer. Ah ne, das sind meine eigenen, die gehen wegen dem Plänkelmodus. Gehen die ein Stück zurück. Muss mal gucken, mein General kann so viel. Kampfrhythmus. Aha. Einfach mal machen. Wappnen. Bonus gegen Kavallerie. Neuer Aufschwung. Ermüdung, also Gegenermüdung, einschüchtern. Kriegsschrei. Reduziert die Moral von dem Gegner. Stellen wir den mal auf Hoplitenphalanx. Der muss ja nicht so viel bewegen. So, jetzt müssen wir aufpassen. Wir stellen die alle auf Hoplitenabwehr. Weil ich glaube, meine Verbündete werden gerade ein bisschen zerrieben. Sollen sie doch kommen.
Ist das nicht schön, wenn der Gegner weiße Banner hat und der eigene Verbündete auch weiße? Das verwirrt ein wenig. Bonus gegen Kavallerie bringt mir ja nichts. So, von hinten kommen die Verstärkungstruppen. Da 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 da. Ihr seid so gearscht. Angriff auf die da. Und die Waffen! Erreicht euch! Zerstückelt sie! Wie im Befehl! Zu euren Diensten! Speerkämpfer erwarten eure Befehle! Der General unserer Verbündeten ist gefallen! Ja, ich merke schon, dass der nicht der Schlauste ist. Also bei der Schlachtgröße geht die Performance schon ganz schön runter. Aber der Feind ist so gut wie komplett besiegt. Heriökische Hopliten! An die Waffen! Sie werden einfach überrannt. So, keiner ist mehr im Kampf. Aber vom Meer kommen Truppen. Ach, aber Gefecht ist beendet. Das sind nämlich Sklavenkämpfer. Die werden wahrscheinlich von... Genau, das sind nämlich hier von den Schiffen. Die können nämlich auch die Besatzungen losschicken. Und dann auch die Stadt erobern. Zum Beispiel. So, Sieg für Sparta. 58 Verluste nur, weil ich einfach meinen Verbündeten vorgeschickt habe. War ja auch, denke ich mal, die beste Geschichte. 977 getötet, haben sogar die meisten getötet in der Schlacht. Bringt ja auch Erfahrung. Auch wenn ich keine starken Truppen habe. Sie sind tapfer und mutig. Ach so, die Stadt war von denen schon besetzt. Ja, dann besetze ich die. Dann machen wir unsere Expansion nach Norden. Nee, jetzt habe ich gar nicht besetzt. Es ist sehr merkwürdig. Bereit zum Kampf. Wo ist eigentlich mein Spion hin? Angeblich ist mein Spion hier. Aber nur Gott weiß wo. Mein Können steht euch zur Verfügung. Ach so, die steht als benutzt hier rum einfach. Na, macht nichts, ist dann so. So, dann sag ich mal, machen wir weiter beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play, ja, Rome 2. Wo wir am besten mal den Hafen ausbauen. Und zwar einen guten Hafen. Dann bauen wir nämlich... hier haben wir auch Fisch. Dann haben wir hier für den Hafen auch Fisch.
Ja, so kriegen wir es nicht hin. Da muss ich richtige Landtruppen schicken. Also ich kann nicht nur mit Bogenschützen hier, Herapit Pisner? Pisner? übernehmen. Da muss ich auf jeden Fall normale Truppen schicken. Bereit zum Kampf. Ja. Gut. Also, bis zum nächsten Mal. Ich bin euer Doc. Ciao.